Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Ja, ich habe gerade schon mal ja, ein wenig was gemacht. Ganz einfach, weil es sonst langweilig ist für euch. Und dabei ist mir jetzt gerade aufgefallen, oh je, hier sind ja die ganzen Tanks alle noch voll. Und ich habe deswegen Tanks gebaut und wir werden das jetzt mal ein wenig erweitern. Den hier auch, obwohl wir bei Petroleum eigentlich. Ach Gott, was ist denn da oben los schon wieder? Ist aber alles gut, oder wie? Ist nicht alles gut. Was ist denn hier passiert? Wieso zum Henker sind denn hier keine Geschütze? Die Munition wird jetzt ein bisschen knapp wahrscheinlich. Wie ist das denn passiert? Bist du schon leer? Du bist schon leer. Gut. Auf jeden Fall. Genau, war ich eigentlich gerade dabei, das Schweröl, was natürlich wieder ganz unten ist, natürlich hier. Nicht wieder mal keinerlei Untergrund. Kann man damit vielleicht bis hierhin? Wunderbar. Ja, wir brauchen Schweröl für die Schmiermittelproduktion. Die habe ich oben auch schon so weit angesetzt, wenn man das so sagen möchte. Und ich habe jetzt hier jetzt halt die ganzen Kabel hier verlegt, die ganzen Rohre verlegt, was für euch relativ, also einfach mal uninteressant ist. Denn würde ich vorschlagen, ja, forschen wir doch mal die Roboter. Wir kommen ja langsam in die Richtung. Auch das hier hinten gefällt mir ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig, wie ich das hier verlegt habe. Wir lassen es jetzt erstmal so. So. Und dann gibt es hier noch Strom für alle? Ja, irgendwie nicht so ganz für alle. So, damit stellen wir jetzt Elektro-Engines her und was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und die packen wir einfach mal in irgendeine Kiste. So. Und begrenzen das vielleicht auf 200. Das sollte ausreichen. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich will es halt nur schon anlaufen lassen, weil wir die dann halt als nächstes für den Roboterbau brauchen. Und den würde ich ganz gerne eigentlich, glaube ich, anwerfen, bevor wir uns an die nächste Forschung werfen. Weil bis wir die fertig haben, können da nämlich schon lustig Roboter hergestellt werden. Und dann geht das hoffentlich auch ganz gut weiter. Was machen hier die Solarpanel? Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. So, dann machen wir jetzt noch die anderen Roboter. Und wir können ja schon mal schauen, was die brauchen. Auch die brauchen Batterien. Also müssen wir auch auf jeden Fall die Batterieproduktion anwerfen. Die brauchen wir ja so oder so dann auch noch für die dritte Forschungsstufe. Also erster Schritt, Batterie. Batterien werden hergestellt aus Eisen, Kupfer und Schwefelsäure. Säure. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage. Ich glaube, ich knipper da einfach so ein bisschen was ab. Und verlade den ganzen Trödel nach hinten. Ist vielleicht das nicht die cleverste Idee? Ich mache es jetzt mal trotzdem. Ah, das ist wahrscheinlich sogar so zu nah.
Das werden wir gleich nochmal umbauen müssen. So. Obwohl, nee. Geht. Jetzt haben wir das hier nämlich alles schon auf einer Linie. Denn machen wir jetzt automatisierter Aufbau. Oh ja, wie ich mich darauf freue. Um dann wieder festzustellen, dass wir keinerlei Fließbänder mehr haben und ich die gerade auch nicht per Hand bauen möchte. Wir haben ja hier eine Kiste. Ja, gib mir mal ruhig alles. Und wir müssen jetzt ja damit eigentlich nur zu einer... Ja, zu einer Batteriefabrik. Fangen wir mal ganz vorne an. Wir brauchen auf jeden Fall Schwefel. Und Schwefel braucht Wasser. Petroleumgas und Wasser. Petroleumgas haben wir hier schon. Wasser könnten wir von hier unten bestimmt abzapfen. Also bräuchten wir ein paar Chemiefabriken. Dum, dum. So. Petroleumgas und... Ups. Und Wasser. Ich überlege gerade, ob wir Wasser einfach da abknippern, aber nicht, dass wir dann irgendwas an der Stromversorgung wieder versauen. Bauen wir halt noch eine Pumpe. Ist ja kein Beinbruch. So. Wie sieht's denn so aus, so mit Rohren und so? Nicht so gut, ne? Mal wieder. So. Der Sitz passt, wackelt und hat Luft. Den ganzen Trödel packen wir in eine Kiste. In eine Stahlkiste. Hier. Und daraus könnten wir jetzt ebenfalls in einer Chemiefabrik Schwefelsäure herstellen. Dafür brauchen wir dann auch schon Eisen. Und nochmal Wasser. Das können wir aber einfach von hier abzwacken, würde ich so glatt mal sagen. So, und so. Den Strom soll auch helfen, habe ich gehört. Und dann machen wir einen Tank, machen wir mal dazwischen. Viel mehr werden wir aber nicht brauchen. Und dann brauchen wir das Eisen und das Kupfer. Wir zum Beispiel in dem Fall eigentlich nur das Eisen, aber wir ziehen die komplette Linie bis hier vor. Stellen dann fest, dass wir genau wieder an die Kupferdings daran Eiern. Deswegen nicht einfach gerade durchziehen können. Ist nicht so wild. Machen wir mal so. So. Ein Untergrundband. Und einmal nach oben. Und dann... Dann sollte der sich jetzt hier nämlich einfach eigentlich nur das Eisen krallen. Das ist ja der Grundstoff, den er braucht, plus das Wasser. Und wir könnten dann... Machen wir ein Diss. Ich würde nämlich eigentlich ganz gerne zwei Batteriefabriken haben. Thank you.
wenn ich nur Rohre hätte. Wäre das Leben schön. Und jetzt können wir eigentlich einfach hier abzwacken. Haut es so hin. Werden wir gleich sehen. Sieht gut aus. Es sieht gut aus. Batterien würde ich sagen, dementsprechend go. Und auch Batterien müssen nach vorne. Also. Ob wir das dann später eventuell dann irgendwie mit, Entschuldigung, Strom geklaut, mit Robotern vielleicht noch lösen. Apropos Roboter, Forschung wäre eine coole Sache. Werden wir schlicht und ergreifend sehen. Weil ich sag mal, wir brauchen gar nicht so viel. Wow. Wir brauchen ja eigentlich gar nicht so viel Batterien. Aber wir brauchen es für die Forschung. Ich lasse es deswegen vielleicht mal erstmal nur bis hier gehen. Wir brauchen es für die Forschung und für die Akkumulatoren. Das wären jetzt so die ersten wichtigen Sachen, die mir dazu einfallen würden. Spieler, Logistik, Inventar. Hier so ein ganzer Trödel wäre natürlich cool. Da müssten wir halt langsam an die blaue Forschung ran, liebe Leute. Also wir lassen das erstmal so bis hierhin laufen. Ich mache da mal noch ein Fließband dran, damit ich sehe, was da kommt. So, wir bräuchten... Ich hatte gesagt, ich würde ganz gerne die Roboter anwerfen. Ach, für die brauchen wir ja Batterien. Also müssen wir so oder so noch ganz nach oben. Batterien, Stahl und elektronische Schaltkreise. Batterien, Stahl und elektronische Schaltkreise. Stahl, elektronische Schaltkreise ist ja kein Problem. Die könnten wir einfach von... Oh, wir haben ja hier ja eigentlich schon welche. Ich frage mich eigentlich auch gerade, wieso ich das hier so blöd gebaut habe. Das kann man doch eigentlich besser lösen. Ach, jetzt habe ich geschossen. Denn soll das doch alles von mir aus so kommen? Das ist doch viel einfacher, oder? Amano. So. Dann haben wir gleich alles auf einem Band. Können uns hier den ganzen Trödel einfach auch schlicht sparen. Der hier hochgeht. Ist halt jetzt ein bisschen Stahlverschwendung, weil der hier oben halt einfach schlicht keinen Strahl braucht. Wir könnten das noch ein bisschen anders machen. Wir könnten es so machen. Und könnten dann hier einfach schlicht sagen, dass du nur Schaltkreise rauslegst. Wieso nicht? Wir könnten dann auch gleich mal den angeschossenen Roboterarm erschießen besonders. Ja, reparieren natürlich. So, und wir haben hier jetzt auch schon ein paar Engines drin.
Jetzt überlege ich gerade, ob ich die Engines nach unten packe. Nee, wir hatten ja gesagt, wir können das hier machen, weil wir hier... Das ist echt total missgebaut, ne? Wir haben ja gesagt, wir brauchen ja die zwei Sachen hier oben. Dann hätten wir Engines hier, Stahl und Schaltkreise hier und bräuchten nur noch Batterien hier oben. Klingt doch eigentlich super, oder? So, lassen wir so. Und dann machen wir oben einfach noch eine Fabrik hin. Und da mache ich es mir jetzt vielleicht auch ein bisschen einfach. Ich nehme mal hier schneller. Die brauchen keinen schnellen, den kann man langsam nehmen. Nehmen eine Stahlkiste. Ich baue mal gleich ein paar mehr Stahlkisten. Sage hier, er soll mir mal die Dinger hier herstellen. Achso, nee, so wird das natürlich nichts. Und mal umdrehen. Ach, falscher Knopf. Da rein. Da raus. Stahlkiste? Hallo, Stahlkiste. Und die Batterien. Die hole ich ganz einfach hierher. Dann müssen wir die nicht komplett hier überall durchmanövrieren. Dann nehme ich jetzt einfach so einen Riesenstapel von dem Band ab. Da sollte sich ja schon ein bisschen was gebildet haben. Naja, allzu viel ist es nicht. Wahrscheinlich... weil wir mit irgendeiner Produktion wahrscheinlich von den Öl-Zwischenprodukten wahrscheinlich wieder volle Tanks oder irgendwie sowas haben. So. Soll er doch die erstmal verwenden und erstmal welche bauen. Was wir haben, haben wir. Damit ist auch wieder Zeit für ein Folgenende. Ich laufe jetzt trotzdem nochmal ganz fix nach vorne und gucke, woran es da klemmt, dass wir hier so wenig Batterien haben. Ist schon sehr langsam. Ist die Produktion einfach so wenig. Ist aber eigentlich okay, ne? Ja, also, ja, davon haben wir genug. Okay. Na gut, Leute. Dann mache ich hier wieder einmal ein Folgenpäuschen und danke euch fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge Factorio. Bis dann. Tschüss.